heute kalt und sie haben keine Heizung. Wasser ist kalt und wie gesagt, also die können das nicht mehr aushalten und dann haben sie ihm gesagt, Junge, dann bleibst du lieber alleine. Er hat noch seine Ziegen, der hat noch seine Schafe und er lebt ganz alleine. Und ich muss sagen, ich habe ihn auch vor kurzem besucht. Ich war circa eine halbe Stunde und nachher bin ich nach Rauch gestunken, weil wir wollen dann heizen, der lieber Mann. Und von daher, diese sogenannten Wiederleben hat sich wesentlich verändert. Klar, die Zeit verändert auch der Mensch und das ist, so ist die Welt nicht da. Fais, wie gesagt, ist eine gebürtige Beduine, aber der ist ja überall rumgekommen. Angefangen hat er in Tel Aviv an der Hotelfachschule und anschließend habe ich das in der Schweiz beendet, bei euch, in der Schweizer. Wir haben eine Geburt aus Bern. Ich habe in Zürich gelernt, nämlich, wie kam ich auf Zürich? Das war ja ganz so, dass ich einen Bruder habe, der ist in eine Schweizerin verliebt und hat er geheiratet und wohnt seit über 30 Jahren in Zürich. Eines Tages sagt Freis, kommst doch nach Zürich und lernst du doch weiter deine Hotelfachschule. Und tatsächlich war ich da und habe ich dann eine dreijährige Ausbildung absolviert. Und dort habe ich dann meine Frau Tina kennengelernt. Es war ja schwierig, von der Familie gleich mal wegzukommen und zu versprechen, natürlich, ja, Freis, du gehst in der Schweiz, aber bloß musst du eine aus der Familie heiraten. Eine Beduinerin. Und das war ja eine, die in Frage kam. Aber ich habe es 2,5 Jahre ausgehalten und habe gesagt, nein, ich habe jemand und die Eltern möchten nicht und. Ja, und im letzten halben Jahr habe ich Tina kennengelernt in Zürich und das war lieber auf den ersten Blick. Dann habe ich damals Tina gesagt, weißt du was, wenn du möchtest, komm doch mal uns in Israel besuchen. Wenn du die Familie überreden kannst, vielleicht, dann wird es. Tatsächlich war Tina hier auf Besuch, hat meine Familie kennengelernt und dann haben sie gesagt, weißt du was, Weiß, wir könnten noch mal ein Auge drücken. Und das war tatsächlich so, dass wir dann 89 heiraten müssen. Es ist ja so, wenn ein Mensch in Israel heiratet, also die beiden müssen in der Religion besetzen. Tina ist ein Christ, ich bin ein Muslim. Und 89 haben wir gesagt, okay, wir wollen dann heiraten. Dann sind wir nach Nazareth gefahren, wo ihr da wart. Wo immer Stau gibt, übrigens. Ja? Ja. Und das ist ja so bei den Muslimen, wenn jemand heiraten möchte, das ist nicht so schwierig. Also man geht zu dem Kadi, zu dem Richter, nimmt 2 Zeuge mit und die Frau sagt, sie möchte dann den Islam annehmen. Dann sagt sie den schönen Satz, dass Mohammed der Prophet Gottes ist. 2 Zeuge sind dabei, der Richter ist auch dabei und so wird sie dann den Islam annehmen. Und dann bekommt man vom Gericht dann eine Bescheinigung, das heißt, okay, der Diener ist Muslim geworden, gehst du mit dem zu dem israelischen Amt und dann heiraten. Bekommt man dann eine Bescheinigung, dann steht die Strafpflicht, ist man dann verheiratet. Aber wenn Sie zwischendurch Fragen haben, ja, als eine sagt, Mensch, das macht mir nur hier, das möchte ich wissen, oder viele will es wissen, auf Deutsch. Dann bitte können Sie jede Zeit nicht unterbrechen und wie gesagt, wir haben 89 geheiratet.